Von Dresden sind es ca. 560 Kilometer bis Fertoboz, wo die erste Bahn unserer Rundreise Schmalspurbahn im Norden Ungarns fährt. Neben der Hauptstrecke beginnt die 3,3 Kilometer lange 760 mm Schmalspurbahn, die man als Pioniereisenbahn bezeichnen kann. Unser Zug wird von der Sisi-Lok 2921-001-0 gezogen. Diese hat auch den Namen Kiscenk, wurde von der MAV Eszaki 1956 unter der Nummer GV3778 gebaut. Bei der 52-35-35 handelt es sich um eine von Krauss Maffei in 1943 gebaute Maschine. Die Sisi-Lok überraschte uns. Es handelt sich um den Taurus 470501 der ungarischen GySEV, auch Rababahn. In Nadtelep umfährt die Zuglok den Zug.
Endstation ist der Bahnhof Kastély, wo sich ein Restaurant und das Freilichtmuseum befinden. Eine Stunde haben wir bis zur Rückfahrt Zeit. Ich habe festgestellt, wenn man in Ungarn will, dass man es verstehen soll, schreibt man es in Deutsch oder Englisch. Baujahr 1900 von Krauss in Linz, Fabriknummer 4428. Baujahr 1915 der MAV, Fabriknummer 3782. Baujahr 1870 von der Wiegelfabrik Wien-Neustadt. Baujahr 1950 der MAV Budapest. Baujahr 1915 der MAV. Baujahr 1916 von Kraus in Linz. Baujahr 1923 bei Ohrenstein und Koppel in Berlin-Drewitz. Wen weitere Dinge interessieren, muss den Film anhalten und den ungarischen Text übersetzen lassen. Die Meute ist jetzt hier reingefallen. Vorbildlich sind die Beschreibungen der Geschichte der Kleinbahn auf dem Gelände. Die Kleinbahn wurde 1970 von der Raberbahn gebaut. Man konnte von der Hauptstrecke zum naheliegenden Schloss fahren. Sebastian Erben hat auch eine sehr gute Internetseite über diese Bahn.
Auf der Strecke gibt es zwei Schranken. Hat der Zug die eine passiert, schwingt sich der Schrankenwärter auf sein Fahrrad und fährt zur anderen Schranke. Durch das Umsetzen in der Spitzkehre reicht die Zeit dafür. An der Ausweichstelle vor dem Schuppen wird die Lok umgesetzt und drückt dann den Zug zur Anfangsstation. In dem Schuppen konnte man eine Dampflok sehen. Es soll aber wahrscheinlich zwei geben. Circa 30 Minuten später, durch die Zugkreuzung, wo beide Züge am Bahnhof halten, sind neue Fahrgäste zugestiegen, fährt der Zug wieder nach Kastély. Es war ein schöner Anfang unserer Tour.